Warum? Weil wir es können? Ja. Ja, wie war das? Ich kann ja erzählen, was Marcel hier jetzt machen will. Panzerband, ne? Der beste Freund. Erstmal hallo. Hallo. Ja. Marcel wollte euch mal hallo sagen. Ich weiß schon, was Marcel davor hat. Ich ahne es. Ja? Marcel möchte 3 fette Streifen auf den Kotflügel machen, weil das Auto defekt ist. Das ist der 3. Unfall mit diesem Auto. Nicht alle Unfälle waren durch uns oder mich. Eigentlich habe immer ich gefahren. Nee, aber es war nicht immer ich. Ja, es war nicht immer ich. Das muss man mal betonen. Diesmal bin ich mit dran schuld, definitiv. Ja, unser geliebter Golf 5 ist kaputt. Marcel möchte 3 Striche machen, weil dieses Auto hat jetzt 3 Unfälle und es lohnt nicht mehr so wirklich, hier was dran zu machen an unserem blauen Baby. Wenn ihr zu dem Auto noch nicht so viel wisst, dann können wir hier oben in der Ecke mal einen Link reinbauen zur Facebook-Seite zu dem Auto. Und es gibt auch noch diverse Videos, die können wir vielleicht in der Beschreibung mal reinmachen. Weil dieses Auto soll eigentlich in irgendeiner Form weiterleben, weil es begleitet uns seit Firmenstart 2012. Da gibt es eine Geschichte zu dem Auto, die ist ein bisschen länger, wie das entstanden ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir geben es niemals weg. Jetzt hat sich Scott geholt. Jetzt hat er gesagt, leck mich nicht nochmal. Aber wir wollen ja nicht aufhören. Da drüben steht was. War das aus 6 Zylindern 4 Zylinder machen? Das war ja so die Kurzform davon, ne? Manche werden uns für bescheuert erklären und hassen und sagen, wie dämlich seid ihr. Aber es gibt da mehrere Hintergründe, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Es ist ein R32, den ihr da gesehen habt, das ist richtig. Den werden wir platt machen. Also Leerräumen, auch der Motor wird rausfliegen, weil wir wollen den Motor, unseren 4-Zylinder-Turbo wieder rübersetzen und alles, was hier drin ist, einmal quasi rüber. Wir bauen das Ganze um. Warum? Weil wir es können. Ja. Und weil wir haben dann auch noch Allrad zusätzlich, das war der Fun. Irgendwie Marcel war schon immer nach Allrad, da haben wir gesagt, machen so. Viele sagen, ja, kauf doch einen Golf 6R. Wollen wir nicht, wir wollen einen Golf 5 haben. Ja. Und da es im R32 schon das Allrad gab, war das am einfachsten. Wir können jetzt auch einen Golf 5 nehmen, die Allradachse, das umbauen, würde auch gehen. Wollen das aber jetzt mit dem machen. Und wenn einer einen R32 Motor haben will, ich habe da demnächst einen wahrscheinlich zu verkaufen. Vorteil oder Nachteil, es ist einmal, wollen Gewicht sparen. Das sind gut 60, 70 Kilo, die Motorenunterschied, das Ganze umzubauen, was uns interessiert. Und es gibt nicht allzu viele 2 Liter Turbo Allrad. Ja, Golf 6R richtig, aber nicht im Golf 5. Und das ist das, was wir halt möchten. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Viele sagen, cool, mach das. Viele sagen, mach das nicht. Wir machen es. Und wir werden das Ganze videotechnisch begleiten. Es wird mehrere Videos geben, weil es ja schon ein Aufwand. So ein paar Fragen, die wir uns selber dabei stellen noch, die wir dann entdecken werden, auf Probleme, die wir stoßen, wie wir sie beheben. Weil zum Beispiel das Getriebe würde gar nicht an diesen Motor passen, weil der R32 weiter vorne sitzt, damit der Motorraum passt und, und. Aber auch da haben wir uns schon Gedanken gemacht. Und dann kommt die Lieblingsaufgabe Kabelbaum. Da sind wir auch noch kein Freund von. Das ist ehrlich gesagt nicht so unser Ding mit Kabeln irgendwie. Aber auch das werden wir meistern, denke ich. Ansonsten habe ich jetzt gerade noch gar nicht viel zu erzählen. Wir werden jetzt erstmal anfangen, hier ein paar Sachen abzubauen und rauszuräumen. Und dann, wenn Zeit ist, mit dem, weil das normale Geschäft läuft ja nebenbei weiter. Das heißt, das machen wir nebenbei. Wenn irgendwo Zeitlücken sind, werden wir immer ein bisschen rupfen, das Hühnchen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was ist denn damit passiert? Ach so, kann ich ja jetzt sagen, wollen ja alle wissen, ne? Das wollen alle wissen. Der ist doch kaputt, es war ein Unfall. So viele Leute haben Nein. jetzt unter Videos ja. geschrieben, über Instagram geschrieben. Es haben ja auch schon viele gesehen. Also ich habe den Unfall noch gar keinem gesagt, da wussten es gefühlt schon 2000 Leute. Im Ernst waren es wahrscheinlich 400 oder 500, weil es ist auf der Nordschleife passiert. Jetzt sagen viele, Motorsport ist halt mal so. Ja, ist halt mal so, aber nicht immer. Erster Unfall mit dem Auto. Der erste Unfall war auf der Autobahn, glaube ich. Ich meine, das Karussell der zweite gewesen wäre. Ey, ist ja egal, in welcher Reihenfolge. Also einmal hatten wir es auf der Autobahn, da war Stauende. Da ist mir einer fast mit 120 hinten rein. Da war das ganze Ding schon klump. Das haben wir wieder alles gerade gebügelt, gemacht, getan, weil wir es wollten. Dann einmal Nordschleife aus dem Karussell. Da war ich mit einem Freund unterwegs. Da sind wir aus dem Karussell gesprungen. Und da das Auto auf der Hinterachse halt auch sehr leicht ist, kam er ans Tänzeln. Und dann haben wir uns an der Leitplanke angelehnt. Schaden war relativ uninteressant. Neuer Kotflügel und ein paar neue schicke Schrammen. Mehr war es eigentlich nicht, also war das gar kein Thema. Diesmal hat es uns ein bisschen mehr erwischt, auch auf der Nordschleife. Ecke Hatzenbach hat es dann erwischt, in der langen rechts. Das ging auch alles gut. Dann kam auch der Porsche, das ging auch noch gut. Dann leicht angebremst, wieder nochmal rein in die Kurve. Und dabei hat er angefangen, mit dem Arsch mitzulenken. Ich habe gegengelenkt, versucht zu steuern, hat sich gegengedreht, bin ich um die ganze Rechtskurve, mich quasi komplett einmal gedreht und zum Schluss quer raus in die Leitplanke. Und diesmal
hat es einfach so doll bumm gemacht, dass es keinen Sinn hat, das fertig zu machen. Gutachter war auch schon da, weil ist ja einmal Schaden, Versicherung etc. Mal gucken, wie das geht oder auch nicht. Das ist aber ein Thema, was uns beschäftigt und das funktioniert auch. Auf der Nordschleife kann man versichert sein, so viel dazu. Warum das so passiert ist, hat zwei Gründe. Zum einen waren die Reifen lediglich kalt und das zweite Problem, was wir jetzt festgestellt haben, wo wir das Fahrzeug auch hier haben, dass die Bremse hinten Freigängigkeitsproblem hat. Warum? Das kann immer passieren. Ich glaube, das ist schon unser fünftes Auto dieses Jahr, wo wir Probleme mit der Bremse an der Hinterachse haben. Das andere war ein Kundenauto. Weil irgendwann, wenn der Kolben mal klemmt, geht er nicht rein und dann bremst das Rad leicht. Und jeder weiß, wenn hinten die Räder blockieren, dann geht das Auto rum. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig, hinten gute Reifen drauf zu haben. Anstatt, wie viele meinen, nur vorne. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Reifen und Bremse, ja. Gerade Hinterachse sehr wichtig. In diesem Fall haben da einfach mehrere Faktoren zusammengespielt. Das ist jetzt so passiert, wir haben lange überlegt, machen wir weiter, mir fehlt die Lust langsam eigentlich und dann kam die Idee, doch, wir machen das. Dann war ich am Wochenende unterwegs, am Parkplatz stand das Auto, ich habe es mitgenommen, habe auch Geld dafür bezahlt, ist nicht geklaut. Und jetzt wollen wir das Ganze rüberbauen und ja, wir stellen uns auch die Frage mit dem TÜV, das Ganze soll wieder auf die Straße zugelassen angemeldet werden. Auch das versuchen wir alles zu realisieren, weil das ist ja der Hintergrund. Aber das werdet ihr alles erfahren im Laufe der Story, wenn ihr die nächsten Videos ein bisschen begleitet. Im Abstand wird da immer mal was zu kommen, was so passiert. Was ist es dann? Ist es dann Golf R? Ist es dann Golf GTI? Ist es dann Switter oder was ist das? Na, du musst es, glaube ich, anmelden. Wir werden ja dann einen Golf 6 R Motor quasi dort drüben eintragen lassen, aber es bleibt ja laut Fahrzeugpapieren der 32, ne? Das ist ein Golf 5 R. Weil du kannst das ja nicht ändern, ne? Ist dann ja ein Golf 5 R einfach nur. Also wir sind nicht die Ersten. Ich weiß, dass es schon welche gibt, die das Ganze gemacht haben. Die haben dann den Tunnel ein bisschen geändert. Das sind ein paar Kleinigkeiten mit Hitzeschutz, die Achse ändern. Aber das wollten wir gar nicht machen. Wir haben einfach gesagt, wir nehmen R32, weil das ist viel witziger. Und weil genau du, nein, du nicht, oder vielleicht du, jetzt vorm Netz sitzt und sagt, Alter, sind die behindert? Eine Sechszylinder? Nein, sind wir nicht. Außerdem ist die Kuh arschlangsam. Das ja. Einzige richtig Geile ist der Klang. Natürlich kann man da einen Kompressor draufbauen. Da kann man auch ein Biturbo draufbauen oder ein Turbo. Wollen wir aber gar nicht. Zumal das platz- und thermetechnisch finde ich das immer noch ein Problemchen in dem ganzen Auto ist. Und außerdem gibt es das ja auch schon. Und das, was wir machen, gibt es auch schon, aber nicht so viel. Das funktioniert. Ja. Bestandsaufnahme hier vorne mal so. Ich gucke gerade hinten noch so ein bisschen. Ja, also hier vorne Bestandsaufnahme, wenn das die Längsträger sind, wo der Motor drin sitzt. Der macht gerade die Welle. Ist aber stehen geblieben bei der Welle. Und ja, hinten rechts hat er ein bisschen angetitscht. Aber das sieht so schlimm aus, weil der da schon mal was hatte. Und jetzt hat er noch mal was auf die Fresse gekriegt. Das ist genau die Stelle, ne? Wo damals der Wagen rein ist auf der Autobahn. Ja, hinten so die Seite. Ja, ja, ja. Da haben wir schon mal damals gut geflickt. Ne? Weil der Wagen ist hier so auf der Autobahn rein. Ja, das ist jetzt schon wieder die Stelle. Schick. Falls einen interessiert, was 20 Meter laufende Leitplanke und drei Pfosten kostet, auf der Nordschleife, sind knapp 1700 Euro. Ja, das ist. Ich bin nicht 20 Meter lang geschlittert, nein, das sind aber halt immer, glaube ich, 5 Meter Stücke, ne, 4 Meter Stücke sind das immer Leitplanke. Und da das ja dreifach an der Stelle ist, haben wir dann zwei und einen in der Mitte, müssten wir 5 Teile plus so drei Pfosten, könnt ihr euch merken, Leitplanke ist teuer. Ich weiß auch gar nicht, wer die da hingebaut hat. Also früher ging das da geradeaus, meine ich. Die Baustelle war da vorher auch nicht. Du hast letztens noch gesagt, dass das jetzt, wie lange drauf ist? Sechs Jahre die Folie, sechs, ne? Jahre. Und ich habe noch, genau bevor ich losgefahren bin, habe ich gesagt, wir müssen mal irgendwie Felgenfolie was Neues machen. Ich habe nachgeholfen. Es hat keiner zugehört. Und jetzt auf einmal geht das. Ich verstehe das auch nicht. Ja. Deswegen, wir werden nicht dabei bleiben. Wir werden was Neues machen. Das sind wir 2006 Jahre. Also wie gesagt, wir haben hier nur Blechschaden, es ist keinem was passiert, es ist keiner mit drin. Ich bin alleine gefahren, hätte da mit drin gesessen, wäre auch nichts passiert, alles heile geblieben. Das Einzige, die Karosse ist ein bisschen doof. Motor ist gut, nur Karosse doof. Mach nämlich so ein neues T-Shirt hingebjörnt oder Crash Kit Björn oder so. Crasher habt ihr schon mal eine Zeit lang gesagt, ich verstehe das gar nicht. Fangen wir an? Ja, wir fangen an. Wollt ihr vielleicht noch den neuen Wagen zeigen? Nee. Nein. Also zu verkaufen hier, wir machen Verkaufsshow, eine wunderschöne R32 Lederausstattung, schwarzer Himmel, wer haben möchte, gar kein Problem, Aschenbecher ist geleert, aber dreckig, habe ich festgestellt, könnt ihr auch haben für einen Euro, ich mache da auch noch Autogramm drauf, oder hier 6-Zylinder Motor hätte ich auch zu verkaufen, mit Kabelbaum, mit Steuergerät, schmackhaft, Luftfilter gebe ich auch mit bei, Felgen, sollen wir Felgen verkaufen? Das sind VW Omanit. VW Omanit, das hört sich so nach 1200 Euro die Felge an, plus Reifen. Hey, sollen wir günstiger machen? War ja mal ein Versuch wert, Mann. Nein,
ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Teile werden wir irgendwie ausbauen und unter den Hammer werfen, weil wir haben dafür so gerade keine Verwendung. Wenn du Interesse daran brauchst, E-Mail schreiben. Genau, eben E-Mail schreiben. Wir haben da schon gewisse Vorstellungen, was Plan ist. Motor, wenn das jetzt einen interessiert, zufällig, der ist top, der läuft. Ich habe das nachgeguckt. Steuerkette, da haben die oft Probleme mit, hat er gar nicht, habe ich auch über die Messwertblöcke. Schnurrt wie ein Kätzchen, habe damit jetzt auch schon 300 Kilometer am Wochenende zurückgelegt, um zu gucken, dass auch alles so ist, wie es ist. Ich kann nur sagen, wunderbar. Sechszylinder, was soll ihm haben? 211.000 gelaufen und er wird auch noch 200.000 laufen, behaupte ich. Jo, jetzt wird's langweilig, ne? Ich würde sagen, ihr schaltet ab, wir legen uns schlafen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wie wir da was dran machen an dem Alten. Weil wir fangen erstmal an, hier jetzt leer zu räumen, weil hier braucht man Platz noch und dann zeigen wir euch, wenn die Sachen so ein bisschen raus sind, denke ich mal. Guckt einfach zu. Tschüss. Tschüss. Schöne Grüße an HG Motorsport, ne? Ja, das ist Telefonsupport mit meiner Lieblingsfirma, mit meinem Lieblingsmitarbeiter von HG. Schöne Grüße. Björn, hast du was dagegen? Nee, ne? Danke. Viel Spaß. Sitze sind weg. Von den Nutzer ist das.